Freunde, und herzlich willkommen hier zu einem neuen Part von Foundation. Ja, wir klicken das mal direkt an. Schieben wir das uns mal schön in die Ecke, um, falls wir dann irgendwann mal 1000 Gold haben, da was machen zu können. Okay, um hier auf den Stand zu bringen, wir haben hier ein Problem. Wir haben hier Leute, die wir losgeschickt haben. Okay. Wie lösen wir das Problem? Indem wir die Leute losgeschickt haben und das Essen hier retten. Das mit der Kleidung, ja. Vielleicht kann man da auch noch was tun. Ich finde es vor allem ziemlich frech, dass die hier sehr, sehr breit gebaut haben. Das stört mich persönlich sehr. Aber ja. Ich glaube, da kann ich nicht so viel tun dagegen. Weiß nicht, was wir sonst alles noch so hatten. Ich würde aber gerne hier vielleicht nochmal Schafe etablieren. So. Oder hier oben. Was haben wir hier zum Beispiel noch? Hier ist noch ein Hausbau. Ja, den beschleunigen. Wie sieht es denn mit unserer Nahrung generell so aus? Immer noch 0 Weizen, 5 Mehl und sehr viel Brot. Okay. Weiß nicht, hatten wir irgendwo noch eine Windmühle gebaut? Wieder hier ist die. Da sind dort Müller drin. Okay. Also tendenziell noch eine Weizenfarm. Hier sind 4. Wie viel haben wir drüben? 3. Oh, minus 2, das ist ganz ungünstig. Wo wir sehr viel Brot haben, aber es scheint oft mal nicht an den Mann ranzukommen. Das ist ein Problem. Ein schönes Problem. Vor allem, nein. Es geht um Bretter. Habe ich nicht und will ich dir auch eigentlich nicht geben. Wir können auch mal hier hochschauen. Ja, scheint eigentlich ganz gut Holz zu kommen. Jo. Ich würde sagen, dann gibt es halt hier noch ein bisschen mehr Brot. Weizenfarm. So, die passt doch super hier in die Ecke rein. Bauen wir. Schieben wir es uns an die Seite. Und bauen noch gleich dazu noch eine Windmühle. Ich denke, die kann sich doch da oben auf dem Hügel sehr gut sehen lassen. Kann es sein, dass da unser Gebiet zu Ende ist? Nee. Ja. Da steht sie doch ganz schön. Unsere Soldaten scheinen siegreich gewesen zu sein, deswegen können wir jetzt auch endlich das hier in den Bau begeben. In den Bau aufgeben. Und dann hier auch Sachen machen. Das ist schön. Was brauchen wir denn da so? Okay, 100 Stoff. Das wird nicht so gut. Werkzeuge, Holz, Bretter. Aha. Hier scheint es vielleicht ein bisschen besser zu werden. Das mit der Kleidung ist aber immer ein großes Problem. Und uns verlassen die Dorfbewohner. Haben wir da noch Leute über? Nein, haben wir nicht. Okay, das ist nicht so schlimm. Oh, eine Kräuterkunde können wir nicht. Träger ist nicht sehr ungut. Sonst noch was? Okay, also hält sich noch in Grenzen. Mal in den Militärverwalter reinschauen. Haben die alle Speere? Ja, haben sie. Noch was Besseres? Nein, wir haben trotzdem schon 25 Speere. Okay. Würde jemand von denen vielleicht Speere kaufen? Im Handel? Der kauft nur Schwerter. Schade. Weiß nicht, und hier ist immer nur noch nur Kleidung. Weiß nicht, ob es sich lohnt, hier was zu machen bereits. Honig und Kräuter. Weiß nicht, was wir hier mehr schneller kriegen. Ich denke, Kräuter und Honig. Wir sollten vielleicht mal unsere Dinge ausbauen. Das machen wir jetzt mal. Wir bauen die jetzt alle nochmal aus. Bearbeiten. Und fügen noch einen Luxusstand jeweils hinzu. Noch was rückwärts. Ich will den da haben. Schön gegenüber der Kirche. Ja. So, darf ich mal einigermaßen durchschauen und dann kommt hier das Schild für den Luxusgüter. So. Hat eine Skulptur? Nein. So.
Damit ist der in Auftrag gegeben. So, wir markieren uns das hier auch mal. Die möchte ich bitte auch alle priorisiert haben. Dann gehen wir zu dem hier unten hin. Wo ist der fünfte Stand? Ich sehe hier nur vier blaue. Ah ne, da ist der fünfte. Oh, okay. Im Schatten. Gut, einen weiteren Luxusstand. Da ist doch noch Platz. So. Obwohl, ja, vielleicht etwas platzsparender. Wer weiß, was noch dazu kommt. Dann noch das Schild. So. Baubeginn. Und auch das hängen wir uns hier ran. Es kamen neue Leute dazu, habe ich gerade gesehen. Das heißt, wir können hier wieder Leute zuweisen. Ein Träger auf jeden Fall. Dann sind es ja, die können wir, glaube ich, hier. Hier war nur eine Person. Ey, jetzt wieder auf 40 oben. Was ist passiert? Es kommen auch wieder zwei neue. Das ist perfekt. So. Wir haben die zwei gemacht. Dann gehen wir hier rüber. Und der Markt stand hier. Wo ist denn der Platz? Reicht das hier als Platz? Ja, wird schon reichen. So. Das Zelt. Und das Ding hier. So, perfekt. Bauen wir. Gehen wir da hoch. Und priorisieren alles. Obwohl, nein, eigentlich müssen die nicht priorisiert werden. Und hier stellen wir auch schon mal auf Kräuter jeweils um, weil wir das früher kriegen. Gut, sind zwei neue Leute schon da? Nee, oder? Nein. Sind sie noch nicht. Ja, das soll sich jetzt alles regeln. Schauen wir mal auf unser Militär. Funktion ist gerade nichts da. Kampfhistorie, gut, die hatten wir, glaube ich, schon wieder ausgegeben. Wir raus. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Beförderung. Da schauen wir gleich mal rein. Gibt es denn Ritter? Nein, scheint nicht zu geben. Es gibt einen Leibeigenen. Und ja, mehr ist da gerade nicht. Ja, die zwei neuen Leute sind, aber die können wir, glaube ich, noch nicht direkt. Oder ja, die gehen noch nicht direkt. Kann sein, dass die ersten einen Job brauchen oder so. So, jetzt haben die einen Job. Jetzt, Wenn wir es sehen, dann wissen wir, dass das daran gekoppelt ist. Nein, ist es nicht. Das heißt, es ist an eine gewisse Zeit gekoppelt. Soweit ich, wenn ich das so jetzt feststellen. Ja, ein bisschen ist hier schon hingekommen. Eigentlich können wir es auch schließen. Das interessiert uns jetzt nicht so. Wir könnten, bevor wir kein Geld mehr haben, auch hier direkt mal weiter ausbauen. Wir wollten ja Weber. Eine Schäferei zuallererst. Okay, die hat einen Malus. Bringen wir sie hier hin. So. Obwohl, wir sollten auch gleich mal reinschauen, was denn das Problem ist. Wolle haben wir 15, Kleidung 38. Okay, es mangelt einfach generell an allem. Dann Schäferei, eine Weberei. So. Sehr gut, den ersten Marktplatz hier ist fertig. So. Hier kommt jetzt dann Honig rein. Und Gebäudeteile hier oben ist das Ding. Aber wir haben keinen Platz. Okay. Okay, der ist noch nicht fertig. So, gut. Und jetzt hier das letzte, die Schneiderei. Und stellen wir auf die andere Seite. Ach, da so schön hin. So. Jetzt haben wir wieder einiges zu tun. Ja, Fisch ist sowieso
nichts und auch mit Wildschweinen. Ich weiß nicht, wie krass. Mit den Jägern sollte aber funktionieren, oder? Wo bist du denn zum Beispiel? Okay, du bist gerade nicht da. Wo bist du gerade? Wir schauen dir mal zu. Ah, das ist ein Wildschwein. Okay. Wow. Zwei neue Leute sind da. Das ist sehr schön. So. Nummer 1 zugewiesen. Nummer 2. Also, die ist noch fertig. Und die auch noch nicht. Ja, zwei Wildschweine. Das ist halt sehr erbärmlich. Sehr erbärmlich. Aber naja. Können wir nichts machen dagegen. Das interessieren wir auch mal. Na da, Schäferer mit Mühle. Ich habe einfach, ich habe die Weber rein. Hier. Die so auch mit her. Da, wir schieben es hier halt mal ein bisschen zusammen. So. Gesandter bittet um eine Audienz. Was wollen Sie denn? Herr Gesandte, es geht um Fisch. Habe ich nicht. Kann ich dir also dementsprechend auch gar nicht geben. Weiter alles für mich. Die beiden sind noch nicht fertig. Das ist nicht so. Und irgendeiner hat uns verlassen. Das ist immer noch das Alte. Ein Baumeister. Oh, eigentlich nicht so schön. Wir brauchen gerade Baumeister. Weizenfarm ist fertig. Sehr gut. Aber wir haben keine. Ah doch, wir haben sogar einen Bauern. Ich glaube, wo bist du? Die hier ist das. Okay. Okay. So. Ich denke, das passt. Das war die letzte Meldung, die wir hier hatten. Protokoll. Noch ein unglücklicher Dorfbewohner. Und nee, uns ist auch noch ein Jäger davon gerannt. Ganz unschön. Und wieder neue Militärmission. Ja, vielleicht sollten wir hier wieder Leute losschicken. Die sind sogar alle relativ wieder voll. Das ist gut. Haben wir denn hier noch 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 29. Sind alle noch da. Das ist gut. Ja, würde ich sagen, machen wir es mal wieder. Zeit für ein paar Missionen. Ich mache mal ganz viele kleine. 1, 2, 3, 4. So, 5 kleine. Das sollte funktionieren. Ja, und dann sehen wir uns bis gleich wieder. Wenn ich die alle einsortiert habe. So. Ich bin fertig. Ich habe 3 Soldaten. So, 2 Ritter und 2 Soldaten. Hier auch wieder ein Ritter und 2 Soldaten. 2 Soldaten und Novizen, und hier unten habe ich mal 3 Novizen und 1 Soldaten, weil ja, sicher ist sicher nicht, dass sie uns drauf gehen. So, und dann schicken wir die alle mal los. In Hoffnung, dass die uns ein paar tolle Sachen bringen. Ja, inzwischen ist hier was ein oder andere fertig geworden. Mal eine neue Person. Ah, ist das hier schon mal fertig? So. Haben wir jetzt hier den hier. Hier fehlen doch 2. Hier fehlen 2, hier fehlt 1 Person. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Ja, wir haben aber halt keine Leute, das ist das Problem. Und hier fehlt uns auch noch ein Jäger. Und. Jo. So, dann fügen wir die jetzt hier auch einfach mal dazu. Und den Jäger da oben auch. So. Du. So, und jetzt haben wir alles, alle Leute, die uns noch fehlen. Wie ist denn da das Ding? Wohnfläche ist nicht, das sollten wir direkt beheben können, hoffentlich. Aber wenigstens 1 Person. So, Wohngebiet. Ja, würde ich sagen, wir erhöhen hier mal. Hier ist, oh, hier ist Attraktivität hoch. Da wohnen sie uns dann noch hoffentlich hin. Ja, hier oben ist sie niedrig. Hier ist auch niedrig. Hier wird früher später noch ein Marktplatz hin müssen. Wird kein Weg dran vorbeiführen. Sieht's eigentlich, Kirche ist eigentlich immer noch in Ordnung, oder? Da reicht immer noch die hier und die hier. Und ach schon, da drüben haben wir auch noch eine.
Jo, wie sieht's mit Platz hier eigentlich aus? Ja. Ja, wir haben hier noch einen guten Platz. Hier könnt ihr hier noch hinbauen, wenn ihr wollt. Und da oben wäre auch noch Platz rein, theoretisch. Aber da wollen sie, glaube ich, nicht hinbauen. So, erweitern wir es hier nochmal. Und hier. Ja, und auch schon, dann ist auch noch Platz. Und die Schneiderei ist auch fertig. So. Hat das denn gereicht, um das hier zu erhöhen? Nein. So, okay. Gibt es irgendwas, was hier nicht fertig ist? Nee, es sind alle fertig. Wir brauchen einfach nur Personen, Beförderung. So, wo sind sie? Da. Die alle machen und ansonsten gibt es nichts zu tun. Ja, eine neue Person ist da. Machen wir den Marktarbeiter, dann ist das erledigt. Sieht es mit dem Kloster echt so aus? Es wird immer noch das Glas. Ja. Und das kriegen wir auch irgendwie nicht. Hatte da hier einen Handel eingestellt, glaube ich. Oder? Glas, ja, kaufen bis zum Wert 5. Weil hier, die verkaufen auch Glas. Aber irgendwie kommt das nicht an. Kann das sein, dass das in der Buntglasproduktion verwendet wird? Wie viel Buntglas haben wir? Sehr gut, macht weiter. Oh, wir haben auch... Nee, wir haben nur Mahlzeiten, ich dachte gerade schon. Ja, macht weiter. Wo ist das Buntglas? Ich sehe es gerade nicht. Ist nicht hier? Müsste hier doch sein. Ich weiß tatsächlich nicht. Aber wir können ja mal zu unserem Buntglasmann hier schauen. Hier. Nein. War hier noch was? Nein, nur das. Ja, gibt gerade nicht so viel zu tun. Oh, Werkzeuge. Scheint auch nicht viel da zu sein. Generell ein kleines Problem. Und Bretter fehlen auch noch einige. Als ist ein größeres Projekt. Aber vor allem das Glas stört mich. Können wir dann das Glas Abtei. Okay. In der Abtei wird das Glas benötigt. Unschön. Können wir einfach, wir erhöhen das jetzt hier einfach, weiß nicht, ob das funktioniert so gut, weil eigentlich können die ja nicht mehr verkaufen, was sie haben, anbieten, aber wir erhöhen einfach auf 20. Vielleicht funktioniert es ja. Ist das schon was da, was soll ich? Nein. Ja, wir brauchen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Noch 8 Personen und die haben wir nicht. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt hier mal wieder so einen Cut und ich schaue mal, ob noch irgendwas passiert, so zum Abschluss der Folge, so wie halt immer in letzter Zeit. Ja, bis was Gutes passiert. Ja, wir haben hier einen Mönch. Schau mal, nein, das ist ein Zierbaum. Es geht um Bretter, habe ich nicht. Pech. Ja, ich habe auch mal ein bisschen wieder was überarbeitet bezüglich dem Abbau hier. Ja. Einmal hier, das vom Moment fern, da gehen sie eh nicht mehr ran. Welches Gefühl? Ja, Ah, das sieht nach einem Leck aus. Ja, das ist ein Leck. Schade. Oder? Ja. Vielleicht können wir den Leck ja beheben. Ja, gut. Dann schauen wir, ob sich noch ein bisschen was tut hier. Wir brauchen noch einige Leute schließlich. Wir haben zum Beispiel Schafe, aber die Schafe werden leider nicht geschert, weil wir keine Leute haben. Aber uns kommen immerhin die zurück. Da warten wir jetzt mal kurz, bis die da sind. Was ist das große Problem? Zufriedenheit? Naja, also das... vielleicht müssen wir mal wieder irgendwas bauen, was die glücklich macht. Da gibt es nicht so viel. Was, meine Soldaten wurden besiegt?
Hier, Kampfhistorie. Defeated. Nee, das ist eine alte. Oh nein, das ist eine Mission kaputt. Ja, draufgegangen. Boah, jetzt nichts Special-mäßiges. Auftrag abgeschlossen. Ja, okay. Wäre cool, wenn sich irgendwie Leute kaufen könnte. Wäre schon nice. Ist halt scheiße, wenn hier keine Leute kommen. Victorious, aber alle drei waren rounded. Die war auch victorious. Und die auch. Und die auch. Eins, zwei, drei, vier. Wo ist die letzte? Die defeated. Hallo? Würde ich gerne wissen. Das mit dem Geld ist echt krass. Wir sind uns irgendwo reingeritten, wo ich nicht weiß, wie wir rauskommen. So. Das mit der Kleidung könnte sich eigentlich auch lösen. Wir haben 60 Kleidung, aber... ja. Warum wird die hier nicht angezeigt? Sieht's denn in der Armee aus? Okay, wir scheinen aber noch 20 Soldaten zu haben, also... Da ist noch ein Bäcker, die kennen wir schon. Kommt immer noch kein neuer. Der Schneider, den haben wir auch schon da. Den Schäfer auch. Und den Weber hier auch. Der Bauer haben wir auch gleich da. Baumeister. Müller. Oh. Es sind einfach viel zu viele. Und wir können sie nicht wegkriegen hier. Geht nicht. Und jetzt sind auch hier die meisten, auch hier nicht die meisten, aber zumindest einige sind weg. Wir verlässt uns einer. Gut, was war, wer ist jetzt? Hier ein Holzfäller. Ja, toll. Wir weiter haben eine Windmühlenwerkstatt. Also es sind einfach so viele Leute, die uns fehlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Leute fehlen uns. Wir kriegen sie nicht her. Sie jetzt auch aus dem Holz in ein Breakfast rauszuziehen, macht auch keinen Sinn. Weil es einfach keinen Sinn macht. Na, weil, naja, dann können wir nicht mehr auf unsere Notressourcen für Brot zurückgreifen, wenn es ernst wird. Ja, hat sich gebessert, aber wirklich gut ist es immer noch nicht. Beschäftigung ist hoch. Nur Zufriedenheit ist mal wieder niedrig. Also 50 würde ich jetzt nicht als niedrig bezeichnen. Ich fände es cool, wenn sie mal wieder hoch auf 80 ginge. Irgendwann mal. Ja, und Wohnfläche, eigentlich ist die Wohnfläche ja hoch, aber... So. Geht denn da noch was Wichtiges? Einer würde... Ah, sehr gut. Zwei Novizen befördert. Das ist doch mal noch was Positives. Oh nee, wir haben wieder ein Ding verloren. Naja. Ist jetzt nicht dramatisch. Wir warten einfach noch mal ein bisschen zum Abschluss der Folge. Jo, wir haben noch mal einen Mönch, der um... hier was bittet, dann schauen wir mal, was der will. Werkzeuge. Oh, da haben wir sogar gerade sehr viel, deswegen eigentlich könnten wir denen ja was geben. Können wir auf die Stände schauen. Oh, ja, Handelsbonus. So, dem halten wir mal dem Klerus hier. Machen wir mal. Klerus helfen. So. Ich habe auch hier nochmal eine Käserei gebaut, weil ich habe gesehen, wir haben kaum Käse, aber sehr viel Milch und demnach macht eine Käserei nur Sinn. Die befindet sich hier. Ja, kommen keine neuen Leute, aber wir sind zwischen über 60, deswegen... dass der hier zumindest auf Durchschnitt gegangen ist. Ja, gerade sinkt die zwar wieder, obwohl die Minuszahlen zumindest eigentlich immer weiter runtergehen. Vor allem das mit dem mit der Kleidung scheint gerade sehr gut zu funktionieren. Ja, Alex, ist die Folge jetzt dann doch vorbei. Neue Leute sind leider noch nicht dazugekommen. Wir haben immer noch ewig viele Plätze, die frei sind. Da geht es dann das nächste Mal dann drüber. Einfach mal hoffen, dass kein neues, schlechtes Wetter kommt. Und ja. Verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich gebe noch mal kurz euch einen Blick rüber zu den Großbaustellen. Hier hat sich noch nichts getan. Und es leckt. Mach mal kurz rüber zu hier. Wo sich doch, ja, doch ein bisschen mehr was getan hat.
Muss ich mal kurz drauf schauen für euch hier im Befehl. Ja, das ist, brauchen wir alles schon. Glas, müssen wir schauen, wie wir das lösen können. Nur was müssen wir Glas selber produzieren. Dazu brauchen wir Quarz und dazu müssen wir noch irgendwie ein Quarzgebiet eröffnen. Ja, jetzt verabschiede ich mich aber dann von euch. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und ansonsten, tschüss, bis zum nächsten Mal.